Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich lese den Predigttext aus Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. Übt euch in Geduld, Brüder und Schwestern, bis der Herr wiederkommt. Seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht seines Ackers wartet. Er übt sich in Geduld, so lange, bis Frühregen und Spätregen gefallen sind. So sollt auch ihr euch in Geduld üben und eure Herzen stärken. Das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Brüder und Schwestern, beklagt euch nicht übereinander, damit Gott euch nicht verurteilt. Seht doch, der Richter steht schon vor der Tür. Brüder und Schwestern, denkt an die Propheten, die ihre Botschaft im Namen des Herrn verkündet haben. Sie sollen euer Vorbild darin sein, Leid zu ertragen und euch in Geduld zu üben. Seht doch, wir preisen diejenigen glückselig, die standhaft geblieben sind. Ihr habt gehört, wie standhaft Hiob war. Und ihr habt gesehen, wie Gott es bei ihm zu einem guten Ende gebracht hat. Denn der Herr ist voller Mitleid und Barmherzigkeit. Herr, öffne unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir dein Reden hören, verstehen und leben. Amen. Liebe Geschwister in der Paulusgemeinde, heute haben wir einen Predigttext über Geduld. Das Wort taucht in zwei unterschiedlichen Formen sechsmal in nur fünf Versen auf. Geduld ist das Thema dieser Zeilen und ich glaube, Geduld ist auch das Thema unserer Zeit. Und so hatte ich in den letzten zwei Wochen eine ganze Menge Zeit, Geduld zu studieren. Denn wenn man 13 Tage in Quarantäne verbringt, wünscht man sich doch hin und wieder ein wenig frische Luft und Bewegung. Aber so hatte ich Zeit für andere Dinge und konnte zum Beispiel in Erfahrung bringen, dass das Wort Quarantäne eigentlich auf die italienische Benennung der Zahl 40 zurückgeht. Quarantäne. Denn ein Zeitraum von 40 Tagen spielte ab dem späten Mittelalter immer öfter eine wichtige Rolle in den Bemühungen von Städten oder Ländern, den Ausbruch von Seuchen zu verhindern oder bereits ausgebrochene Seuchen zu bekämpfen. Also bin ich mit meinen 13 Tagen noch ganz gut weggekommen. Gut, dass unsere Politiker kein Italienisch verstehen und gut, dass ich nicht im Mittelalter lebe. Und vielleicht sind wir hier auch schon bei einem sehr wichtigen Punkt angekommen, wie man Geduld üben kann. Es geht, glaube ich, um die Frage, worauf richte ich meinen Fokus? Auf das, was nicht mehr geht? Oder auf das, was noch geht? Natürlich war ich in den letzten Wochen in meinem Bewegungsradius eingeschränkt. So lange an einem und demselben Ort war ich vermutlich noch nie. Aber ich war gesund. Ich konnte bei uns in der Wohnung Sport machen, regelmäßig Sport machen, was ich auch genutzt habe. Ich konnte arbeiten. Ich hatte Gemeinschaft mit meiner Familie. Dafür war und bin ich dankbar. Und ich merke, Dankbarkeit hilft beim Üben von Geduld. Wenn Jakobus aber an die Christen übt euch in Geduld schreibt, dann geht es ja nicht um eine Quarantäne oder um eine Pandemie. Bei Jakobus geht es um die Wiederkunft von Jesus.
Die Christen im ersten Jahrhundert warteten ungeduldig darauf, dass Jesus nach seiner Himmelfahrt zum zweiten Mal auf die Erde kommt und sein göttliches Reich nun beginnt. Das war für sie keine Frage von Jahrhunderten, sondern eher von Wochen, Monaten oder maximal Jahren. Und so schreibt ja auch Jakobus, das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Und seht doch, der Richter steht schon vor der Tür. Ich bin ganz ehrlich, für meine und wahrscheinlich für unsere Ohren klingt das schon ein wenig seltsam. Schließlich befinden wir uns nun fast 2000 Jahre weiter auf dem Zeitstrahl. Nahe bevor ist da sehr relativ. Man muss wohl sagen, die Christen der damaligen Zeit haben die Geduld Gottes unterschätzt. Denn wer wartet schon 2000 Jahre vor einer Tür? Ich werde ja spätestens ungeduldig, wenn nach einer Minute niemand aufmacht. Das macht nur Gott. Und ich glaube, dass das bei allem Befremden über diesen Text das Entscheidende ist. Gott hat Geduld. Jesus, der Richter dieser Welt, und daran will ich keinen Deut abschneiden, Jesus, der Richter dieser Welt, er steht vor der Tür und wartet seit fast 2000 Jahren. Er will offensichtlich jetzt gerade noch nicht richten. Aber niemand weiß, wann er es will. Nahe ist er zu jedem Zeitpunkt. Aber er wartet gerade, dass die Frucht entsteht, die er in den Acker dieser Welt gesät hat. Das ist das Bild, das Jakobus seinen Hörern vor Augen malt. Und es ist ein Bild mit mehreren Ebenen. Gucken wir genau hin. So wie ein Bauer auf die köstliche, man könnte hier auch übersetzen, wertvolle Frucht seines Ackers wartet, sollen wir uns in Geduld üben. Das leuchtet schnell ein, denn schließlich macht es überhaupt keinen Sinn zu ernten, bevor die Früchte reif sind. Aber dieses Bild vom Bauern und dem Acker hat ja auch schon Jesus gebraucht. Und das ist die zweite Ebene, die mir nicht immer sofort nahe liegt, aber die da ist. Jesus hat in seinen Gleichnissen von sich erzählt. Er ist selber der Bauer. Und so erzählt Jakobus dieses Gleichnis von Jesus quasi weiter und stellt uns Jesus als geduldigen Bauern vor. Als Christen warten wir gemeinsam auf und mit Jesus. Nur auf unterschiedlichen Seiten der Tür. Das ist es, was unsere Herzen stärken kann. Wir warten mit Vorfreude auf der anderen Seite der Tür, wie Kinder am heiligen Abend vor der Tür auf der anderen Seite des Wohnzimmers warten. Nur durch das Schlüsselloch sehen wir vielleicht schon etwas. Aber wohl wissend, dass auf der anderen Seite die Bescherung wartet. Um es mit Ovid zu sagen, was lange währt, wird endlich gut. Doch was ist eigentlich Geduld genau, wenn wir sie denn brauchen? Das erste Wort, was hier für Geduld verwendet wird, lautet Makrothymia. Makrothymia setzt sich aus zwei Worten zusammen, Makro und Thymia. Makro bedeutet so viel wie groß und Thymia so viel wie Leidenschaft, große Leidenschaft. Man könnte auch anders übersetzen und sagen, Makro heißt lang. Und Thymia heißt Mut. Dann wäre es langer Mut.
Da kommt übrigens das Wort Langmut her, was wir fast nicht mehr gebrauchen. Also wörtlich übersetzt heißt das so viel wie große Leidenschaft oder langer Mut. Und Geduld hat somit zwei Aspekte. Es ist einmal die Fähigkeit, eine Situation zu ertragen, und es ist gleichzeitig die Fähigkeit zu warten. Beides gehört zur Geduld dazu. Um es auf unsere aktuelle Wirklichkeit zu übertragen, wir warten gerade darauf, dass wir uns alle vor Corona impfen lassen können. Aber bis dahin müssen wir noch ertragen, dass wir mit Masken rumlaufen und uns nicht wie gewohnt treffen können. Ich finde es interessant, dass Geduld von Paulus an einer Stelle im Galaterbrief als eine Frucht des Heiligen Geistes bezeichnet wird. Vers 22, Galater 5. Geduld ist also eine Eigenschaft, die wachsen kann. So wie die Frucht aus unserem Gleichnis, das Jakobus uns vorstellt. Wir brauchen Geduld nicht nur, wenn Früchte wie in dem Bild vom Bauern wachsen sollen, sondern sie ist quasi selber eine Frucht. Eine Frucht, die Gottes Geist in uns hervorruft. Und insofern ist Geduld auch nicht einfach machbar und befehlbar. Das ist der Fehler, den ich immer mache, wenn ich mit unseren Kindern rede. Jetzt hab doch Geduld! Funktioniert nicht. So wie heute Morgen, als zwei von drei Kindern schon wach waren und schnell vor die Tür wollten und nachgucken wollten, ob denn der Nikolaus noch wirklich da war. Aber ein Kind schlief halt noch. Und dann habe ich gesagt, naja, wir warten noch, dass wir alle gemeinsam. Aber schwierig. Wir sind ungeduldig. Aber wir können Gott um seinen Geist und um Geduld bitten. Und sie dann auch üben. Wie geht das? Üben können wir Geduld ganz besonders im Umgang mit anderen Menschen. Denn da ist ja oft langer Mut gefragt. Jakobus fordert zum Beispiel seine Hörer dazu auf, sich nicht übereinander zu beklagen. Wir könnten auch übersetzen, nicht übereinander zu seufzen oder zu krummeln. Das ist doch mal ein gutes Übungsfeld, auch in unserer Zeit und auch in unserer Gesellschaft. Wie oft beklagen sich im Moment Menschen über andere Menschen, seufzen und grummeln hier und da? Das ist anstrengend und zeugt nicht von Geduld und auch nicht von Hoffnung. Lange Mut, man könnte auch sagen, Hoffnung mit den Mitmenschen zu haben, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Lasst uns Vorbilder sein in dieser Hinsicht, als Christen. Aber wir können nicht nur Vorbilder in Geduld sein, sondern wir sollten uns auch Vorbilder nehmen. Im Griechischen ist das viel prominenter als in der deutschen Übersetzung. Dort fängt Vers 10 mit der Aufforderung an, nehmt euch ein Vorbild. Oder noch anders gesagt, ein Vorbild nehmt euch. Und zwar ein Vorbild im Ertragen von Leid und im Üben von Geduld. Wir haben am Dienstag im Konfikurs über diesen Text gesprochen und ein Konfinante, als wir über diesen Text gesprochen hatten, seine Mathelehrerin als Vorbild in Geduld. Warum? Seine Mathelehrerin, die ist wohl sehr geduldig, weil sie in der Klasse längst Bekanntes schon aus dem letzten Schuljahr, immer und immer wiederholt und die Klasse mitnimmt. Brüche war, glaube ich, das Thema. Das ist gut, wenn wir sowas üben können. Mir persönlich ist direkt eine Person eingefallen, die seit Jahren an einer schweren chronischen Krankheit leidet. Sie lässt ihr Leid, das wirklich groß ist, aber nicht das größte sein. Und ist darin sogar noch ein Segen für andere Menschen.
bei Krankenhausaufenthalten, die durchaus öfters mal vorkommen, öffnen ihr zum Beispiel andere Patienten häufig ihr Herz und ihre Geschichte. Und sie wird sozusagen zum Gegenüber in allem Leid für das Gegenüber. Das finde ich beeindruckend. Jakobus schlägt seinen Hörern die Propheten vor und ganz besonders Hiob. Und vielleicht ist das ja ein Anstoß für uns, Hiob oder einen anderen Propheten mal zu lesen in dieser Woche. Ich glaube nämlich, dass Hiob eine Übung in Geduld ist. Und zwar nicht nur, weil das Buch irgendwie schwer ist, sondern weil es lang ist. Und ich glaube, ein wesentlicher Aspekt dieses Buches ist es, da durchzukommen. Weil man das Leid quasi mit nachempfindet, wenn man durch diese 40 oder 42, keine Ahnung, Kapitel durchlesen muss. Und es ist immer und immer wieder ähnlich und die gleiche Leier. Und Leid, 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 Leid. Und ich glaube, eine sinnvolle Übung ist einfach, da durchzukommen und es auszuhalten und dran zu bleiben. Das ist auch ein Aspekt des Hiob-Buches, nicht nur der Inhalt, sondern auch die Dauer. Denn das zweite Wort für Geduld, das Jakobus verwendet, ist in unserer Übersetzung hier mit Standhaftigkeit wiedergegeben. Und Standhaftigkeit zeichnete nicht nur die Hiob, sondern die anderen Propheten auch aus. Und im Griechischen lautet das Wort, was hier verwendet ist, Hypomone. Hypomone, wieder zwei Worte. Hypo, darunter, Mone, bleiben. Also darunter bleiben. Man könnte auch übersetzen, ausharren. Dieses Wort hier legt den Fokus weniger auf den zwischenmenschlichen Aspekt der Geduld, wie es bei Makrotymia und im ersten Teil unseres Textes war, sondern dafür mehr auf das geduldige Ertragen der auferlegten Umstände. Und damit sind wir auch wieder ganz nah an unserer aktuellen Lebenswirklichkeit mit Quarantäne und Corona. Unsere Situation mit all den Einschränkungen ist sicherlich alles andere als schön. Aber ganz ehrlich, ist sie so schlimm, dass wir nicht darunter bleiben können und darin ausharren können? Jakobus erinnert seine Hörer daran, dass Gott die Geschichte bei Hiob zu einem guten Ende gebracht hat. Hiob hat alles verloren. Seine Familie, sein Besitz, seine Gesundheit. Einfach alles. Am Ende schenkt ihm Gott all das um ein Vielfaches wieder. Ich weiß aber nicht, ob das das Wichtigste im Buch Hiob ist. Ich glaube es fast nicht. Ich glaube, das Wichtigste im Buch Hiob ist, dass Hiob eine Begegnung mit Gott hat, die sein Denken zurechtrückt und seine Perspektive verändert. Er kann aufblicken und sieht seine Rettung, seine Erlösung. Das ist das Entscheidende. Aber dafür muss man sehr lange ausharren in dem Buch. So viel verrate ich nicht. Nun weiß ich nicht, wie wir alle und jeder Einzelne aus dieser Zeit hier herausgehen. Aber mit Jakobus zusammen vertraue ich darauf, dass der Herr voller Mitleid und Barmherzigkeit ist. Hier und heute und in Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.